So, wir gehen jetzt auf Twitter. Ach ja, Twitter, wie ich diese Plattform liebe und im selben Atemzug hasse wie meinen eigenen Vater, was? Nein, Spaß, ich liebe meinen Vater. Kuss geht raus. Bobo, ich habe getweetet vor 2 Tagen. Schaut euch dieses Bild an. Das ist Lauren Hubbard, glaube ich. Das habe ich gepostet und ich habe geschrieben, diese Frau, weil sie sich als Frau identifiziert, geboren als Mann. Sie war bis, ich glaube, Mitte 30 ein Mann. Darf bei den Olympischen Spielen in Tokio, die aktuell stattfinden, in der Frauengewichtsheber-Kategorie mitmachen. Clown, Clown, Clown-Emoji. Ich habe das gepostet und die Clowns-Emojis, weil es ist doch klar, Leute. Wenn jemand körperlich ein Mann ist und bei den Olympischen Spielen mitmacht, in der Frauenkategorie, also den Olympischen Spielen ist egal, wie du dich innerlich fühlst, denen ist alles andere egal, außer dein Körper. Du wirst kategorisiert nach deinem Körper. Frau, Mann und eventuell Gewichtsklassen, je nachdem, was für eine Sportart du machst. Genau da kommt es nur auf den Körper an. Und auch wenn sie sich mit 32 entschieden hat, jetzt eine Frau zu sein, ihr Körper ist männlich. Das heißt, bei so etwas Spezifischem wie bei Olympischen Spielen, wo es nur darauf ankommt, welchen Körper du hast, wo es egal ist, was du drinnen in deinem Kopf denkst, sollte sie nicht mitmachen dürfen bei den Frauen. Ganz einfach. Und was darf sie bei den Frauen mitmachen? Und sie hat alle Rekorde gesmashed. Nicht bei den Olympischen Spielen, wo sie disqualifiziert, weil sie nicht irgendwo irgendwas falsch gemacht hat, aber vorher schon 2017 hat sie wohl teilgenommen, wo sie wirklich fast doppelt so gut war wie ihre weiblichen Konkurrentinnen, weil sie eben körperlich gesehen männlich ist. So, das habe ich getweetet, deshalb Clowns-Emoji. Und sie kann sich fühlen als Frau. Ich sage auch sie, wenn sie es möchte. So, alles cool. Aber bei den Olympischen Spielen, wo es nur auf den Körper ankommt, ist es wichtig, dass man wirklich Männer unter Männer steckt, körperlich, und Frauen zu Frauen. Und die Gewichtsklasse beachtet. So, es kamen auch Leute, warte, die ersten Kommentare waren so Popcorn-Kommentare, ne? Als ich frisch getweetet hatte, hatten das logischerweise nur meine Follower gesehen und die wussten alle schon, das wird abgehen. Was eigentlich traurig ist, dass man so oft öffentlich fertig gemacht wird und angegangen wird, weil man sowas tweetet, weil man eine Meinung sagt. Die haben halt so Popcorn getweetet, weil die wussten, es geht ab. Und erwartend, es ging ab. Es ist komplett abgegangen. Ihr seht, wie es reingegangen ist von den Likes und Retweets her. Und ganz viele Leute haben sich dazu geäußert. Und hier ging dann eine heftige Diskussion los. Und jetzt habe ich gesehen, Kuchen hat noch ein Video dazu gemacht. Ich weiß, Kuchen ist ein logischer Mensch. Kuchen-TV heißt er übrigens. Solange ich Haptik heiße bei ihm. Er weiß, dass ich Haptik heiße. Er wird auch immer korrigiert, sagt aber Haptik. Stört mich jetzt nicht. Ich finde es eher lustig. Darum sage ich auch Kuchen-TV. Und wenn er Haptik sagt, heißt er dann auch Kuchen-TV. Aber Kuchen-TV hat ein Video gemacht. Und der Typ ist sehr logisch. Der ist nicht dumm. Und ich habe das Video noch nicht geguckt. Ich werde es mit euch zusammen gucken. Der wird mir zustimmen und den anderen hier zustimmen. Und hoffentlich auch gut zusammengefasst zeigen, was für ein Bullshit hier drunter von einigen Leuten gepostet wird. Ich zeige euch hier mal ganz kurz, was ich gesagt habe. Das war, glaube ich, 2017 bei einer Meisterschaft. Schaut euch das mal an. Das war in der Gewichtsheber-Kategorie. Laurel Hubbard. 131 im dritten Versuch beim Snatch. Und der zweitplatzierte, Annabelle Hoheper, 68. Sie, Laurel Hubbard, ist bei den Männern durchschnittlicher Gewichtsheber. Bei den Männern. Bei den Frauen ist sie der Überboss. Komplett unfair. Also ich verstehe nicht, wie das erlaubt sein kann. Und jetzt schauen wir kurz das Video von Kuchen. Und dann reden wir weiter. Och, 9 Minuten. Dislike. Hätte ja schneller zusammenfassen sollen. So, nee, reinjumpen bei Kuchen-TV, let's go. Jo, Freunde der Olympischen Spiele. Es wird hier immer wieder diskutiert, unter welchem Geschlecht Transgender-Personen bei Olympia mitmachen sollen. Das Ganze wurde dieses Jahr im Vorfeld zu Laurel Hubbard sehr stark diskutiert. Denn sie ist eine Transgender-Frau, die Mitte 30 angefangen hat, ihr Geschlecht ändern zu lassen. Und natürlich verliert man einiges an Kraft aufgrund der Hormontherapie. Allerdings hat man immer noch einen deutlichen Vorteil gegenüber Cis-Frauen, wie wir im Laufe des Videos sehen werden. An dieser Stelle sei direkt gesagt, Alicia Joe hat ebenfalls ein unfassbar mega heftiges gutes Video genau zu diesem Thema gemacht. Verlinke ich euch auch nochmal in der Beschreibung, denn ich habe 3/4 meiner Informationen jetzt einfach von ihr übernommen. Ja, weil die halt genau das zusammengetragen hat, was ich gebraucht habe. Aber es ist okay, denn ich bin ein Mann und Männer dürfen sich an dem, was Frauen geleistet haben, einfach bereichern. Grüße gehen raus an Karl S. Bevor wir uns aber um dieses Thema kümmern, um was geht es eigentlich? Angefangen hat alles mit einem Tweet, den Haptik auf Twitter gepostet hat. Danke, Kuchen-TV. Irgendwann werden wir gegenüber sitzen und normal reden. Ja, dieses Format, vielleicht wird es irgendwann da dazu kommen. Und dann werden wir nur drüber lachen. Aber solange ich Haptik heiße, heißt der Kuchen-TV. So sind die Regeln. Diese Frau, geboren als Mann, darf bei den Olympischen Spielen in Tokio in der Frauengewichtsheber-Kategorie mitmachen. 3 Revi-Emojis. Chef Strobel hat dann... Ach, Mann, ey. Okay. Das kam unerwartet. Revi beim Event kennengelernt, bei dem Event mit Trimax. So korrekt. Also von allen Creator mit am besten verstanden. Ich kann nur bestätigen, Revi ist ein Clown. Ebenfalls etwas dazu geschrieben, und zwar folgendes. Stell dir vor, du trainierst jahrelang, um dann von einem Mann besiegt zu werden, der sich als Frau identifiziert. Verstehe nicht, wieso es da nicht sowas wie die Paralympics gibt für Leute, die ein anderes Geschlecht annehmen. Biologisch ist diese Frau, Mann davor, einfach im Vorteil. So,
Das hat Chef Strobel gepostet. Als Antwort bei mir, seht ihr da. Replying to the Skeptic. So, und jetzt gab es Leute, die haben das gelesen und die sind vorher schon so in Rage gewesen, weil wenn man überhaupt über das Thema diskutiert, abweichend von der Meinung, die die gesamte LGBTQAI-Plus-Community hat, dann ist man sofort transfeindlich und dann liest man alles sofort mit ganz, ganz vorsichtigen Augen. Und dann fasst man so einen Tweet, der nicht gerade klug geschrieben war, aber den man versteht, wenn man sich auch nur eine Minute Zeit nimmt und 2 Meter weit denkt, als ja, Hass gegen transsexuelle Menschen aus, weil man sofort denkt, hat Transsexuelle mit Behinderten verglichen. Was er offensichtlich nicht gemacht hat. Er hat gesagt, sowas wie Paralympics, wenn es irgendjemanden geben soll, der es nicht weiß, Paralympics sind die Olympischen Spiele für behinderte Menschen, die natürlich ihre eigene Kategorie haben, weil sie mit nicht behinderten Menschen nicht mithalten können. So, mach mal eine eigene Kategorie und dann machen sie das. Ich glaube, das ist immer vor den Olympischen Spielen, soweit ich weiß. Oder nicht, nee, davor, ne, nicht danach. So, und er hat geschrieben, sowas wie, also eine extra Kategorie wie Paralympics, was eine extra Kategorie ist. Das ist nicht so zu verstehen, dass er sagt, dass transsexuelle Menschen behindert sind. Für Leute, die ein anderes Geschlecht annehmen. Biologisch ist diese Frau Mann davor einfach im Vorteil. An sich sollte natürlich jedem klar sein, was er damit sagen möchte. Transfrauen haben halt das Problem, dass sie für den Männerbereich zu schlecht sind, für die Frauen aber deutlich zu gut. Ein eigenes Transgender-Olympia bzw. das Ganze als drittes Geschlecht an den Start gehen zu lassen, also zusätzlich zu Männer und Frauen, wäre da natürlich deutlich fairer. Aber wie... Ja, hat Kuchen auch recht im ersten Schritt, aber wenn man das weiterdenkt und zu Ende denkt, wäre eine extra Kategorie für transsexuelle Menschen auch unfair, weil dann ehemalig Frauen und ehemalig Männer in einer Kategorie sind und man misst nur nach Hormonhaushalt, wenn jemand einen bestimmten Hormonhaushalt hat, wie viel Testosteron man im Blut hat und sonst was, egal wann man sich hat umwandeln lassen, also erst vor oder nach der Pubertät, dann werden auch nur ehemalig Männer oder körperlich Männer, biologisch Männer gewinnen. Es bringt nichts, Transmänner und Transfrauen in eine extra Kategorie zu stecken, weil dort auch die Männer, die körperlich überlegen sind, gewinnen werden. Es bringt nichts, es bringt rein gar nichts. Dort wird es auch unfair sein. Ehemalige Frauen, die jetzt Transmänner sind, die werden dann benachteiligt. So, es bringt einfach rein gar nichts. Nichts. Die einzige Möglichkeit für Transmänner und Transfrauen bei den Olympischen Spielen mitzumachen, ist in der Kategorie ihres biologischen Geschlechts. Das ist die einzige Möglichkeit. Alles andere ist unfair und viel zu kompliziert. Es gab Leute auf Twitter, das sage ich euch gleich, die haben gesagt, man muss noch Hormonhaushalt, noch zusätzlich Muskeldichte und Kraftmessungen sonst was und danach spezifizieren. Das geht doch nicht. Wie willst du das machen? Das ist doch kein Wettkampf. Ja, das ist doch dann kein Wettkampf mehr. So meine ich das. Das ist doch kein Wettkampf mehr. Wenn es keinen Unterschied gibt, wenn man alles versucht gleich zu machen, dann fallen doch die Faktoren weg, die daraus einen Wettkampf erst machen. So dumm. Wir wären natürlich nicht im Jahre 2021, wenn es nicht mal wieder Leute geben würde, die versuchen, alles aus dem Zusammenhang zu reißen und Chef Strobel jetzt als transfeindlich hinstellen wollen. Hier geht es natürlich jetzt um Dekadent und Hand of Blood. Um wen auch sonst, oder? Unter anderem hat Dekadent Folgendes geschrieben. Deutschland ist null transfeindlich. Das Ganze hat Hand of Blood... Also wirklich, Leute, ich, sorry, dass ich so oft chop, aber ich muss es sagen, weil der retweetet das. Seine Follower lesen meinen Namen und lesen das Wort transfeindlich. Und das ist alles öffentlich und ist meine Regel Nummer 1. Wenn jemand öffentlich einen angeht, dann werde ich öffentlich antworten. Kann man natürlich sagen, transfeindlich meint er eher bei Chef Strobel und er will nur meinen Tweet im Kontext sehen, aber das hat er nicht dazu geschrieben. Das heißt, Leute können es so interpretieren, als wäre ich transfeindlich und das ist halt so unfassbar gefährlich und so unfassbar dumm und leichtsinnig und naiv, so einen Tweet rauszuhauen. Und ist nicht korrekt, meiner Meinung nach. Da sollte man sich auch für entschuldigen, anderen Leuten Transfeindlichkeit vorzuwerfen. Wer ist denn feindlich gegen... Warum sollte man überhaupt... Mich juckt's doch null, wer was macht. Es ist so egal. Aber wenn es zu einem Wettbewerb geht, wo Leute mitmachen, wo es um Fairness geht, um absolute Fairness, um Chancengleichheit, dann muss man natürlich drüber diskutieren. Was jeder privat macht, ist mir auch scheißegal. Weiter geht's. Dann natürlich retweetet mit den Worten, ich muss so kotzen. Einfach nur peinlich, was teilweise in unserer Szene so abgeht. Wundert mich ein bisschen, dass Hand of Blood ihn gar nicht blockiert hat, so wie er jeden auf Twitter blockiert. Hand of Blood hat... Übrigens, ich stopp sehr oft, aber das muss ich alles sagen. Hand of Blood hat nicht jeden manuell blockiert, sondern er hat sogenannte Gimmick- oder Troll-Accounts oder Ziff-User hat er sie genannt, also User, mit denen man nicht diskutieren sollte, weil sie einfach mit, weil man mit denen nicht diskutieren kann, seines Erachtens nach. Die hat er geblockt und mit einem Programm das durchlaufen lassen, dass jeder, der diesen Accounts, die er geblockt hat oder die er auf dieser Liste hat, dass jeder, der diesen Accounts folgt, auch geblockt wird, automatisch. Kann man so machen, ich finde es nicht richtig, aber ist jetzt nichts, was mich nervt oder mich vom Einschlafen hindert, so. Aber falls ihr geblockt seid auf Twitter und ihr habt noch nie was getweetet, das ist die Erklärung dafür. Dann ebenfalls noch unter den Tweet von Chef Strobel kommentiert und zwar folgendermaßen. Einfach alles.
ist. Du schlägst vor, Transgender als Behinderung einzustufen. Ja. Härter geht's quasi falsch. Nicht. Das Ganze ist aber halt einfach falsch. Ja. Strobel hat ganz klar geschrieben, sowas wie die Paralympics und nicht, dass sie bei den Paralympics mitmachen sollen. Er will damit halt nicht aussagen, dass Transgender-Personen bei den Paralympics mitmachen sollen, weil sie behindert sind, sondern dass sie aus Gründen der Fairness eventuell einfach ihre eigene Kategorie bekommen sollten. Leute wie Hand of Blood oder Dekadent interpretieren da halt irgendwas rein, um Chef Strobel einfach Transfeindlichkeit vorzuwerfen und nicht auf das Thema eingehen zu müssen. Ja, Chef Strobel hätte sich hier wahrscheinlich etwas anders ausdrücken können, gar keine Frage, aber jedem, der einen IQ über 25 hat, sollte doch klar sein, was er damit ausdrücken wollte. Sowas rein zu interpretieren, einfach nur um sich wieder aufzuregen und irgendeinem Beef zu starten, ist halt einfach mega unnötig und für Chef Strobel natürlich auch nicht gerade fair, wenn man ihm einfach solche Dinge vorwirft. Perfekt zusammengefasst, dafür liebe ich das. Er skriptet die Videos so leicht vorher, damit es halt alles schön zusammengefasst wird. Dafür ist das Video perfekt, er kann es viel kürzer alles darstellen, als ich jetzt live machen könnte. Also mehr kann ich nicht hinzufügen eigentlich. Das Ganze ging damit ein Notiz von Karl weiter. Hier wurde auch der Punkt gar nicht verstanden. Der Vorschlag ist mir scheißegal. Wenn Laien denken, plötzlich über Expertenwissen zu verfügen und Vorschläge machen, die den Sport revolutionieren, hier geht es aber darum, dass eine Frau als Mann bezeichnet worden ist. Erstmal natürlich typisch Karl. Er versucht halt das Wissen des anderen einfach runterzudrücken, weil deswegen muss man sich damit ja nicht befassen, weil das ist ja nur ein Laie, der überhaupt keine Ahnung hat. Du weißt doch aber selber gar nicht, wie sehr Haptik oder Chef Strobel in diesem Thema drin sind. Vor allem reagiert Karl ja gefühlt ebenfalls auf alles, was... Er ist übrigens Experte. Also ich weiß nicht, was jemanden zu einem Experten macht auf dem Themengebiet. Gibt es dafür ein Master's Degree irgendwie auf irgendeiner Uni? Irgendwie mit Politik zu tun hat. Also bist du ein Experte in jedem politischen Thema oder wieso kannst du da immer deine Meinung abgeben? Wahrscheinlich nicht, aber jeder Mensch hat doch das Recht, ganz normal und vernünftig seine Meinung äußern zu können. Und wie gesagt, kannst du nicht feststellen, was für ein Wissen er in diesem Gebiet hat. Auch, dass eine Frau als Mann bezeichnet worden ist, stimmt hier ehrlich gesagt einfach nicht. Es geht natürlich um den ersten Satz von Chef Strobel und da hat er Folgendes gesagt. Stell dir vor, du trainierst jahrelang, um dann von einem Mann besiegt zu werden, der sich als Frau identifiziert. Ja. Aber Transgender ist doch halt genau das, also dass man sich als das andere Geschlecht identifiziert. Da kann ich mal anhängen. Ich gebe also, schlechtes Standbild. Auch schlecht. Auch schlecht. Auch schlecht. Ja, okay, es liegt dann wohl eher an seinem Gesicht. Nein, Spaß. Ist ein Spaß. Nein. Er hat komplett recht. Kuchenrede komplett logisch. Und jeder, der 2 Meter weit denken kann und annähernd logische Züge in seinem Kopf hat, der kann das nachvollziehen, was er sagt. Aber das Ding ist, und jetzt antworte ich aus der Sicht dieser Leute, die gegen mich und ihn und jeden anderen sind, darf man nicht Mann sagen, der sich als Frau identifiziert, sondern Frau. Dieser Mann, der irgendwann sich entschieden hat, jetzt Frau zu sein und sich als Frau fühlt, mit Mitte 30 hat er es gemacht, soll Frau genannt werden. Und übrigens, die Community, diese LGBTQ-Community unter sich, ist sich auch nicht sicher, was sie dann sagen sollen. Manche sagen innerhalb der Community, die beefen sich da auch, dass Transfrau gar nicht mehr richtig ist. Dass man gar nicht mehr sagen soll, dass jemand transferiert ist von einem Geschlecht zum anderen, sondern nur noch Frau oder nur noch Mann. Wenn jemand sagt, ich bin eine Frau, ist sie eine Frau. Wenn jemand sagt, ich bin ein Mann, ist sie ein Mann. Das heißt, wenn jemand sagt, Mann, der sich als Frau identifiziert, ist es transfeindlich. Let's go. Als Frau fühlt und eine Frau, die sich als Mann fühlt. Also, das ist doch genau richtig, oder nicht? Natürlich ist sie jetzt eine Frau, zu 100%, gar keine Frage. Aber trotzdem war sie mal ein Mann, die sich als Frau identifiziert hat. Und das möchte er aussagen. Naja, es ist ja auch die Frage, ist es eine Frau zu 100%? Ich werde sie sagen, ich werde sie als Frau sehen, wenn sie es möchte. Aber 100% Frau heißt ja eine Frau wie jede andere Frau, die so geboren wurde. Und ist sie nicht, ist sie einfach nicht. XY-Chromosom, anderer Hormonhaushalt, andere Muskelstruktur, andere Sehnenstruktur, andere Knochendichte, andere Knochenstruktur, anderes Grundgestell, Hoden, Spermien, Prostata, weiß ich was, bla 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 bla. Also warum muss man darüber noch diskutieren so? Und warum wird, wenn man das sagt, wird man als transfeindlich dargestellt? Das ist so dumm. Nur wenn man eine andere Meinung hat, das ist ja das Ding, diese Grenze zwischen andere Meinung haben und nicht nur eine Meinung haben, sondern jemanden hassen, verwischt sich und verschmiert komplett bei diesen Leuten. Wenn du eine andere Meinung hast, bist du sofort jemand, der jemanden hasst. Ich verstehe nicht, warum. Warum muss man überhaupt darüber diskutieren? Dass sie da einfach biologische Vorteile hat. Auch hier sehe ich einfach keine Transfeindlichkeit. Ja, auch das hätte man wahrscheinlich ein bisschen besser formulieren können, ja, aber auch stimmt. Da sollte halt jedem klar sein, was er damit sagen möchte. Transfrauen haben bei solchen sportlichen Wettbewerben einfach einen unfairen Vorteil, aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel vorher einfach ein Mann gewesen sind. Deswegen verstehe ich auch solche Kommentare aus deren Community nicht. Ich will mich ungern einmischen, aber mal angenommen, du hast das nicht so gemeint und Transsexuelle nicht mit Behinderten verglichen, dann forderst du doch trotzdem noch öffentliche Ausgrenzung in Form eines gesonderten Wettbewerbes. Ist das nicht dann auch... Oh. Oh. Eigener Wettbewerb gleich Ausgrenzung? Danke, Lux Twitch TV. Das ist doch keine Ausgrenzung.
wirklich, nach ihrer Logik wäre ja jede Kategorie, die Menschen schaffen, direkt eine Ausgrenzung. Ist dann nicht eine Ausgrenzung, Männer und Frauen in einzelne Kategorien zu packen? Warum? Dann werden doch Frauen von Männern und Männer von Frauen ausgegrenzt, oder? Nach der Kategorie? Das ist doch keine Ausgrenzung. Also dann kann man ja Leute gar nicht mehr in sportliche Kategorien packen. Geht ja nicht mehr. Dann darf es ja gar keine Kategorien geben. Dann darf jeder gegen jeden. Im Boxen kann dann eine 50 Kilo Frau gegen einen 130 Kilo Schwergewichtsmann boxen. Ist alles okay. Weil sonst wäre die Frau ja ausgegrenzt, wenn sie nicht in der gleichen Kategorie ist. Nein, und Transsexuelle nicht mit Wettbewerbes. Ist das nicht dann auch transfeindlich? Sie sind geistig behindert. Okay, kommen wir mal zum Video, was Alicia Joe gemacht hat, denn die hat das Ganze perfekt zusammengetragen. Männer haben im Durchschnitt 25% mehr Muskelmasse als Frauen. Gerade in der Pubertät legen Jungs hier einfach deutlich zu, da die Hoden da anfangen, so richtig viel Testosteron rauszuballern. Ich hab Hoden, auch wenn man es mir nicht ansieht. Laura Hubbard hat allerdings ihre komplette Pubertät als Mann mitgemacht, hat also da die ganze Zeit Testosteronausschüttungen gehabt und dementsprechend sind natürlich auch ihre Muskeln gewachsen. Denn erst Mitte 30 hat Laurel mit der ganzen Behandlung angefangen. Dadurch, dass sie weibliche Hormone nimmt, sinkt ihr Muskellevel natürlich deutlich ab. Allerdings gehen aktuelle Studien derzeit davon aus, dass sie halt trotzdem noch um die 17% mehr Griffkraft hat. Also ein deutlicher Vorteil gegenüber Cis-Frauen. Bei den IVF Masters 2017 hat Laurel... Viele neue Begriffe für Leute, die vielleicht dem nicht ganz folgen können. Cis-Frauen sind Frauen, die als Frauen geboren wurden und immer noch sich als Frauen identifizieren. Oder halt Männer, die als Männer geboren wurden. Ja, die neuen Begriffe muss man irgendwann annehmen, weil die werden überall fallen. Ich weiß, es ist egal, lass nicht drüber reden. Laurel Hubbard da auch mit. Also normal? Naja, wenn du jetzt sagst, dass das normal ist, dann bist du direkt transfeindlich. Also... sage ich lieber nichts dazu. ...gemacht und sie hat auch mit deutlichem Abstand gewonnen. Beim Gewichtheben gibt es einmal Snatch und einmal Clean and Jerk. Das werde ich euch jetzt nicht erklären, weil es ist halt unnötig. Wichtig ist nur, es sind zwei Disziplinen und da werden die Punkte zusammengerechnet. Laurel hat dort 280 Punkte erreicht. Das sind über 100 Punkte mehr als die Zweitplatzierte, die es gerade mal insgesamt auf 158 gebracht hat. Bei den Männern wäre sie übrigens mit diesem Wert auf Platz 5 gelandet. Eine Twitter-Nutzerin hat eine Statistik zusammengefasst, wo man sehen kann... Guck mal, hier sieht man es perfekt. Laura Hubbard ist quasi mit ihrer Leistung genau im Durchschnitt der Männer. Also sie ist ein durchschnittlicher männlicher Athlet in der Spitzenklasse. Und bei den Frauen halt, zack. Also da merkt man halt, hä? Wenn die ganze Competition hier ist, was macht die dann hier oben? Wie viele Punkte Männer in Blau und Frauen in Orange bei den IVF-Meisterschaften erreicht haben. Man sieht halt deutlich, dass Laurel Hubbard genau in der Linie bei den Männern ist, während sie halt dadurch deutlich über den Frauen steht. Mit ihren 280 Punkten, die sie ja 2017 gemacht hat, also vor 4 Jahren, wäre sie selbst jetzt bei den Olympischen Spielen 2021 auf den 4. Platz gelandet und das gerade mal 3 Punkte hinter der Zweitplatzierten. Und ich gehe mal davon aus, dass sie heute deutlich mehr heben wird als noch vor einigen Jahren. Allerdings wurde sie bei den Olympischen Spielen disqualifiziert, weil sie in der ersten Disziplin es 3-mal nicht geschafft hat. Es ist also mit Zahlen und Fakten belegbar, dass Transfrauen im Sport einfach einen deutlichen Vorteil gegenüber Cis-Frauen haben. Das Problem sind hier auch so ein wenig die Regularien, denn eine Transfrau darf bei den Frauen mitmachen, wenn sie über 12 Monate weniger als 10 Nanomol Testosteron pro Liter Blut hat. Ein Mann hat allerdings normalerweise 12 bis 40 Nanomol pro Liter und eine Frau gerade mal 0,5 bis 2. Frauen im Durchschnitt Maximalgrenze 2 Nanomol pro Liter. Erlaubt in der Frauenkategorie sind bis 10. Warum? Könnte man jetzt nur Vorwürfe machen. Ich würde es nicht sagen. Aber man kann sich denken eigentlich. Ich sage nur so viel, es sind politische Entscheidungen, keine sportlichen. Und das ist halt schade. Das heißt, im besten Fall hätte Laurel Hubbard ihren Testosteronspiegel gerade mal um 2,1 senken müssen, hätte damit 9,9, aber immer noch circa das 5-fache des Maximalwertes einer Frau gehabt. Also immer noch ein deutlicher Vorteil. Es ist halt einfach unfair. Und genau darauf wollten Haptik und Chef Strobel hinaus. Und das hat nichts mit Transfeindlichkeit zu tun. Ihr seid doch sonst immer so für Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Aber hat denn eine Cis-Frau die gleichen Chancen wie eine Transfrau, die die ganze Pubertät als Mann mitgemacht hat und dementsprechend halt einfach nachweislich immer noch einen deutlichen Vorteil von ungefähr 17% hat? Also Frauen werden doch schon von Patriarchat unterdrückt. Müssen sie dann auch noch von Transfrauen unterdrückt werden? Oder zum Beispiel auch sowas hier. Deine Aussage ist einfach faktisch falsch und einzig und allein transfeindlich. Mhm. Du kannst als Cis-Person nicht beurteilen, was transfeindlich ist und was nicht. Das ist ganz, ganz gefährlich, Leute. Du kannst als Cis-Person nicht beurteilen, was transfeindlich ist. Was hier passiert ist, Menschen in ideologische Gruppen unterteilen. Ich erkläre es euch ganz kurz. Ideologische Gruppen. Wir alle sind in Gruppen, ganz normal.
im kleinsten Format innerhalb der Familie, im größeren Format innerhalb der Klasse, im noch größeren Format innerhalb von politischen Richtungen und sonst was. Aber das Problem sind ideologische Gruppen. Also Gruppen, die die individuelle Meinung quasi in den Hintergrund stellen und eine kollektive Meinung in den Vordergrund packen. Also ihre Ideologie. Und das ist genau das Ding. Das, was Finn Melo hier macht, ist, Leute in ideologische Gruppen unterteilen. Also ganz oben alte, weiße, reiche, heterosexuelle, in der sogenannten ersten Welt lebenden christlichen Männer. Die dürfen am allerwenigsten sagen. Danach alle Faktoren, die auch da sind, aber vielleicht nicht reich. Danach alle Faktoren, die gesagt wurden, aber es wird noch abgezogen alt. Dann noch alle Faktoren, die gesagt wurden, es wird abgezogen heterosexuell. Dann geht man immer weiter. Und ganz unten, wer alles sagen darf, ist eine transsexuelle, schwarze, nicht-christliche, arme, junge Frau. So übertrieben gesagt. Und du wirst in Kategorien unterteilt. Und wenn du ganz oben bist, darfst du nichts über die anderen sagen. Du darfst nicht reden. Und das, meine Leute, hatten wir in Deutschland das letzte Mal im Dritten Reich. Du darfst etwas nicht sagen. Und das hatten wir das letzte Mal in sehr dunklen Zeiten. Und seitdem nicht. Seit Gründung der BRD hatten wir das nicht mehr. Und wir würden wieder in dieselbe Richtung kommen. Und es wird irgendwann, wenn es so weitergeht, wird es gesetzlich festgelegt. Du darfst über gewisse Leute nichts sagen. Und dann wird Meinungsfreiheit eingeschränkt. Das ist wirklich gefährlich. Also was ihr hier seht, scheint vielleicht nicht gefährlich zu wirken. Aber wenn das in einer Masse von Menschen immer mehr passiert und dann irgendwann gesetzlich wird, dann sind wir gefährlich. Das können nur Transpersonen. Ach so, aber Hand auf Blatt und Dekadent können feststellen, ob etwas transfeindlich ist oder nicht. Oder ist das da wieder okay, weil es deiner Meinung entspricht? Oder die beiden sind tatsächlich transsexuell. Ich glaube, sie sind eher transintelligent. Sie denken, dass sie klug sind, obwohl sie einfach dumm sind. Was kann ich abschließend dazu sagen? Chef Strobel hätte das Ganze vielleicht ein wenig anders formulieren können, damit Leute wie Hand of Blood oder Dekadent gar keine Chance haben, da überhaupt sowas Dämliches reinzuinterpretieren. Die Leute reißen halt irgendwas aus dem Zusammenhang, um ihn da irgendwie als transfeindlich oder sonst irgendwas hinzustellen. Aber jedem sollte doch klar sein, was er damit aussagen möchte und was der Punkt in seinem Tweet gewesen ist. Meiner Meinung nach hat er hier wirklich gar nichts falsch gemacht und wird zu Unrecht einfach als Transfeind hingestellt. Und das ist sehr, sehr schade, grenzt auch an Rufmord. Chef Strobel hat auch gepostet, dass er die beiden vielleicht anzeigen möchte. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Überlege, by the way, die Woche eine Anzeige wegen Rufmord zu stellen, da ich keineswegs etwas Transfeindliches gesagt habe, plus der Dude mich vor 32.000 Leuten anschuldigt. Werde die Woche mit einem Anwalt drüber reden. Ja, ist sein gutes Recht und ich werde das ihm nicht absprechen. Kann er machen. Er hat recht, es ist auf jeden Fall in irgendeiner Art Rufmord. Wobei die Leute, die das halt richtig finden, was Hand of Blood und Dekadent, wie heißt der Carlo? Rico? Der sagen wir einfach Dekadent? Dekadent? Dekaldent. Ach, Dekaldent, okay. Was die beiden gesagt haben, ich meine, es haben ja nur ihre Communities und Leute, die halt sowieso so denken, gesehen. So, und das kann jedem am Arsch vorbeigehen, weil denen ist aktuell nicht zu helfen. So, ich hoffe, die kommen irgendwann mal auf einen logischen Weg und versuchen auch mal ein bisschen mehr nachzudenken und differenzierter zu denken. Aber innerhalb seiner Community und logischer Menschen hat es gar keinen Unterschied gemacht. So, es ist trotzdem klar, Leute können das trotzdem irgendwie im Kopf behalten. Ja, transfeindlich? Ist nicht dieser Chef Strobel transfeindlich gewesen? Da war doch was. Verstehe ich ihn schon. Aber ich denke mal nicht, dass man das jetzt unbedingt machen wird. Ja, Kuchen TV hat dich verteidigt und dann ist gut. Das war meine Meinung dazu. Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye. Oh, Outro ist ganz schlimm. Aber ich lasse ein Like, das war echt ein gutes Video. Habe ich auch nichts anderes erwartet. Heute gibt es keine normalen Diskussionen mehr. Entweder ist man frauenfeindlich, sexistisch, rassistisch, transgenderfeindlich oder irgendwas anderes. Einfach nur peinlich. Ist so. Eine Teilung der Geschlechter beim Sport ist auch kein Sexismus. Eine Teilung der Gewichtsklassen ist kein Bodyshaming. Und eine Teilung im Alter eine Altersdiskriminierung. Das Teilen im Sport sind eben für sowas da, um biologische Vorteile auszugleichen. Damit möglichst viele Teilnehmer eine Chance auf Fairness und Inclusion haben. Das ist genau das, was ich sage. Was sagt eigentlich mein Roboter dazu? Sklave. Was? Sind Transfrauen echte Frauen? Was meinst du mit echt? Biologisch gesehen nein. Dort sind Transfrauen Männer. Sie haben XY-Chromosomen, Hoden, Spermien, Prostata, mehr Muskelmasse, eine andere Knochen- und Hautstruktur, einen anderen Hormonhaushalt und ein in einigen Bereichen anders funktionierendes Gehirn. Der menschliche Körper als Ganzes ist ein System und kann nicht isoliert betrachtet werden. Aha. Man kann nicht nur den Hormonhaushalt ändern und davon ausgehen, das Geschlecht hätte sich geändert. Sklave. Der Körper ist so komplex, dass ein so schwerer Eingriff wie eine Umwandlung nicht komplett vollführt werden kann. Oha. Eine Geschlechtsanpassung ist dort nur der kleinste Teil. Es bedarf mehr Forschung und vor allem einer politischen Diskussion, ob solch eine Umwandlung förderlich oder eher hinderlich für Personen sein könnte, die sich im falschen Körper geboren fühlen. Man sollte offen darüber diskutieren,
ob eine Anpassung und ein so tiefer Eingriff in die Biologie nicht sogar gefährlich sein könnte und sein Ziel eher verfehlt. Ist dem noch was hinzuzufügen? Das ist halt das Ding, Leute. Man muss halt die Fakten betrachten. Guck mal, ich versuch's mal so zu sagen. Leute, die sagen, Geschlechtsumwandlung, Hormonausfall und sonst was ist gefährlich, sagen das ja nicht, weil sie wollen, dass Leute traurig sind und depressiv, also die Leute, die eben denken, sie sind im falschen Körper geboren, sondern die wollen ja genau dasselbe wie Leute, die sagen, eine Geschlechtsumwandlung ist das, was man immer anstreben soll. Sie wollen ja dasselbe, jeder will dasselbe Ziel. Diese Person soll glücklich sein, okay? Darauf müssen wir uns einigen. Die Person, die in einem männlichen Körper geboren wurde, sich weiblich fühlt, will glücklich sein. Jetzt gibt es nur unterschiedliche Interpretationen darüber, wie man dieses Glück erreicht. Da gibt es 1000 Wege und nicht einer ist der richtige und 999 sind transfeindlich, sondern sie sind alle anders und alle wollen das Ziel haben, dass die Person sich am Ende besser fühlt. Warum sollte jemand wollen, dass transsexuelle Menschen denken oder sich scheiße fühlen oder ausgegrenzt werden? Will doch keiner. Jetzt gibt es Leute, die sagen, alles akzeptieren. Du musst deren Pronomen akzeptieren, du musst mit denen nicht darüber reden immer, du sollst dich zurückhalten, wenn du nicht selbst betroffen bist oder irgendwie in der LGBTQAI-Plus-Community oder wenn du ein reicher alter Sack bist, heterosexuell und weiß, so, solltest du nicht. Und du solltest Geschlechtsumwandlungen akzeptieren und du solltest allem zustimmen, du sollst alles machen, damit sie sich wohler fühlt. Ist ein Bullshit-Ansatz. Man muss doch ganz differenziert darüber reden. Man kann doch genauso sagen, oder man kann sich doch die Frage stellen, zum Beispiel, ist eine Geschlechtsumwandlung hilfreich? Und dazu gibt es Studien. Und die Studien sind relativ klar. Es ist ein Feld, was noch neu ist. Es bedarf noch Zeit. Aber die Studien zeigen, dass Leute, die eine Geschlechtsumwandlung haben, danach genauso depressive Züge haben wie davor. Es ändert sich nichts. Man geht ja davon aus, okay, Geschlechtsumwandlung, man ist näher an dem Körper dran, als der man sich fühlt. Aber die Zahlen und die Daten deuten hin, also es muss noch, wie gesagt, geforscht werden, aber es deutet alles darauf hin, dass sich nichts an dem Gemütszustand, dem Gefühlszustand der Person ändert, wenn sie eine Geschlechtsumwandlung macht, wenn sie eine Geschlechtsanpassung macht. So, da muss man doch diskutieren dürfen, ob das nicht eher hinderlich ist oder ob das eher schädlich ist für den Körper eine Geschlechtsumwandlung zu machen, anstatt hilfreich. Weil stell dir vor, du fühlst dich innerlich im Kopf genauso schlecht wie vorher, nur jetzt hast du auch noch deinen Körper irgendwie verstümmelt und hattest eine OP, die viele Komplikationen haben kann. Du bringst deinen ganzen Hormonhaushalt durcheinander. Hormone sind die Steuereinheit, das Steuerelement des Körpers. Mit den Hormonen spielen ist extrem gefährlich und wir wissen so wenig über den Körper, weil es so komplex ist. Wir müssen so viel forschen. Jeden Tag finden wir was Neues raus. Wir finden ständig neue Stoffe im Körper, die neue Aufgaben haben, von denen wir noch nie was wussten. Und jetzt stellt euch vor, man versteht dieses System nicht, greift in den Hormonhaushalt ein, gleicht das Geschlecht an, also macht noch einen chirurgischen Eingriff und am Ende hilft es der Person nicht, dann ist es ja eher ein Nachteil. Darüber muss man doch diskutieren dürfen. So, die Frage ist also, wieso muss man das Problem sehen? Ist es ein körperliches Problem? Ist es ein rein hormonelles Problem? Ist es ein gesellschaftliches Problem? Sagen ja Leute, dass es diesen transsexuellen Menschen schlecht geht, weil sie geächtet werden in der Gesellschaft. Ich bin der Meinung, nein. Das ist nicht die Sache. Ich bin persönlich der Meinung, dass es was mit der Psyche zu tun hat, weil viele Leute, die psychische Probleme haben, ich sage nicht Krankheit, weil Krankheit ist ein sehr tiefes Loch und es kann sehr viel bedeuten, aber psychisch vielleicht nicht stabil oder irgendein psychisches Problem. Die haben sehr oft depressive Züge, die sind sehr oft suizidal, also selbstmordgefährdet. Denen geht es nicht gut. Und ich rede jetzt von irgendwelchen psychischen Problemen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemand, der transsexuell ist, anders sieht, also nicht als jemand, der ganz einfach nur im anderen Körper geboren wurde, sondern als vielleicht psychisches Problem, dann könnte man ja vielleicht einen anderen Ansatz gehen und vielleicht eine psychotherapeutische Behandlung angehen und gucken, ob das hilft, ob man mit der Person helfen kann, indem man mit ihr redet, versucht, die Ursachen dafür zu finden, versucht dort zu forschen, ob es irgendwas mit dem Hirn zu tun hat, ob man da irgendwas finden kann. Warum sind diese Ansätze, warum ist das direkt transfeindlich, weil der einzige Grund, warum man dort forschen sollte, ist, um vielleicht eine mögliche andere Lösung zu finden. Weil, wie gesagt, körperliche Lösungen, chemische Lösung, Geschlechtsanpassung, Chirurgie, Hormonhaushalt ändern, hilft der Person in den allermeisten Fällen gar nicht. Denen geht's genauso beschissen wie vorher. Da muss man doch darüber überlegen, ob das Problem nicht tiefer gehend liegt und vielleicht ein psychisches Problem ist, weil dann bringt jegliche körperliche Änderung rein gar nichts. Ich wollte eigentlich das nur kurz angehen, dieses Thema, weil mir es wirklich wichtig ist. Ich identifiziere mich als Warzone-Hacker, du kleiner...